Hallihallo, Hallöle. Hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas. Und heute geht es weiter mit diesem Werkzeug, und zwar dem Image-Effects oder Effektfenster. Ganz kurz, ich habe jetzt die neueste Version, die ist in der Zwischenzeit die 4.4.552 SSBE, wie immer an dieser Stelle, SS Silhouette Studio und BE für Business Edition. Gucken, ich benutze sie heute das erste Mal, wenn sie nicht stabil ist, werdet ihr es merken. Dann werden wir zusammen feststellen, ob es gut ist oder nicht. Ich arbeite wie immer mit meinem MacBook und habe auch die neueste Betriebssystemversion drauf. Ich meine, das ist gerade Big Sur oder Big Sur oder wie immer ihr das nennen wollt. Und das sind die Sachen, mit denen ich arbeite. Was wir heute machen, ich habe es gerade schon mal erwähnt, wir werden uns mit dem Image Bildern beschäftigen. Und der Image-Funktion, so, das kann man weg. Und ich habe jetzt mal drei Bilder aufgeladen und zeige euch einfach mal, was man machen kann. Ich mache erstmal das Menü auf. Das ist das Effektfenster. Und hier haben wir jetzt verschiedene Sachen. Damit ihr seht, wie es sich auswirkt, wir haben hier zwei JPEGs und wir haben hier ein selbst erstelltes Bild. Also das ist eine Form und da habe ich einfach, die habe ich gefüllt. So, wenn ich jetzt da den Filter mal den aufziehe, den Filter, oh Gott, wenn ich mal alles zusammen markiere, so habe ich jetzt getan, dann werden immer alle drei Bilder gleichzeitig bearbeitet. Ganz kurz vorneab, wenn ihr zum Beispiel mehrere Effekte machen wollt, müsst ihr hier mit hinzufügen arbeiten. Das heißt, ich arbeite jetzt mal an diesem Bild. Ich mache es mal ganz kurz. Mache dieses Bild zum Schwarz-Weiß-Bild. Jetzt füge ich Schwarz-Weiß hinzu. Und dann kann ich hingehen und sagen, jetzt möchte ich aber noch, weiß ich nicht, dann den Farbton was ändern. Aber ihr stellt fest, da ist nicht mehr so viel mit Farbton, ne? Weil jetzt ist es nämlich Schwarz-Weiß. Nehmen wir mal Helligkeit. Jetzt kann ich hier einen neuen Effekt nehmen und füge den hinzu. Ich kann aber auch sagen, nee, will ich nicht, und breche das Ganze ab. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück. Ihr habt es verstanden. Wenn ich mehrere Effekte nutzen will, muss ich nach jedem Effekt einmal hinzufügen klicken. Will ich den Effekt nicht haben, gehe ich auf Abbruch. So, ich zeige euch auch gleich, wofür das Ganze gut ist. Jetzt gehen wir erstmal alles zurück. Ich markiere wieder alles. Und wir fangen mit dem ersten Filter an. Das ist der Grauschatten. Ich werde euch oben ein Video verlinken, wo man ein Foto so umbearbeiten kann, dass man es nachher schneiden kann. Das Video habe ich schon mal gemacht, da kriegt ihr gleich den Link oben reingestellt. Wenn ihr wirklich tiefe Fotobearbeitung machen wollt, dann müsst ihr das mit einem Fotobearbeitungsprogramm machen. Das ist hier ein bisschen das Rudimentäre, das schnelle mal eben was weghauen. Ist aber gar nicht schlecht dafür. So, jetzt nehmen wir mal die Grauschatten. Wir sehen, wenn ich den Grauschatten aufziehe, verändert sich hier dieses Bild schwerpunktmäßig, denn das ist sehr bunt, in ein Schwarz-Weiß-Bild. Das kann ich unter Umständen nutzen. Das kommt darauf an, wie ich es brauche. Machen wir gleich alles. Gut, dann gehen wir zurück. Dann nehme ich jetzt mal die Einfärben. Beim Einfärben ist es so, ihr seht, die Farben verändern sich ziemlich, ja, zwischen geil und spooky, ne? Das ist so eine Geschmackssache, da könnt ihr das Bild so verändern. Da habt ihr aber auch keinen Einfluss drauf, ihr könnt das nur raufziehen und das liegt eben an dem Motiv, was ihr vorgegeben habt. Ihr seht, beim Schwarz-Weiß-Bild tut sich logischerweise nichts. Okay, dann haben wir hier Kontrast und Helligkeit, das kennt ihr. Kontrast, Helligkeit, das sind Sachen, die jetzt in beiden Bildern eine Rolle spielen. Na? Aber das ist ja bekannt, Sättigung heißt, dass das Bild, ihr seht es am linken Bild sehr schön, ja, es kriegt einfach, die Farben werden kräftiger, die Sättigung wird höher. Seht ihr das? Am Gelb kann man das, hier an dem Gelb kann man das sehr schön, nämlich die Sättigung rausnehmen und jetzt immer mehr Sättigung rein. Dann kann man das verändern. Dann haben wir noch den Filter FX. Der arbeitet eigentlich auch an der Sättigung.
Das Bild kriegt ein bisschen mehr Tiefe. Jetzt seht ihr, dass sich das... Super. Das wirkt sich jetzt zum Beispiel hier bei dem Schwarz-Weiß-Bild auch gravierend aus. Es werden also jetzt ein bisschen mehr Details rausgearbeitet. Dann haben wir hier den Filter umkehren. Der ist ziemlich geil. Jetzt mache ich mal ganz kurz was. Sekunde, ich mache mal kurz Abbruch. Ich gehe mal auf dieses Bild. Mach da mal ein Schwarz-Weiß-Bild raus. Arbeite ein bisschen mit FX. Was habe ich vergessen? Was habe ich euch gerade gesagt? Genau. Hinzufügen klicken. Aber ich will das ja nicht bei allen dreien. Ich will das nur bei diesem Bild haben. So. Jetzt arbeite ich mal mit der Sättigung. Macht die ein bisschen besser. Und jetzt nehme ich umkehren. Und da seht ihr, bekomme ich jetzt schwarze Blütenblätter. Das könnt ihr in dem Video, auf das ich vorhin verlinkt habe, dann auch sehen. Manchmal ist es besser, die Umkehrung zu machen, weil der Kontrast hier höher wird und ich dann besser beim Ausschneiden damit arbeiten kann. Ja, das benutze ich also ganz häufig, wenn ich jetzt solche Sachen mal nicht so ganz sauber habe im Kontrast, dann mache ich mir häufig ein Schwarz-Weiß-Bild, hau die Sättigung ein bisschen um, da muss man rumspielen, das ist bei jedem Bild anders. Und dann kann man damit Nachzeichnen dran gehen und hat das Bild so, wie man will. Das mache ich im Prinzip nur für schnelle Sachen. Wenn ich nachzeichne, mache ich das sowieso. Ich persönlich immer mit der Punktbearbeitung, aber das ist eine andere Geschichte. Also für normal arbeitende Menschen, die mit dieser Nachzeichnenfunktion arbeiten wollen, ist dann diese Funktion mit dem Umkehren schon ziemlich geil. Da könnt ihr dann also noch mal ein bisschen mehr rausholen. Es kommt aber wie gesagt auf jedes Bild an, da müsst ihr ein bisschen dran arbeiten. So, ich nehme jetzt mal alles wieder zurück. So. Jetzt markiere ich wieder alle Bilder. Und wir gehen weiter zu dem Punkt Stärke Sepia. Sepia hört sich so nach Tintenfisch an, ne? Da kriegt man so ein bisschen Hunger. Nein, natürlich nicht. Ich mag keinen Tintenfisch. Aber egal. Aber das heißt einfach nur alt. Wenn ihr jetzt diesen Regler seht, dann seht ihr, dann kriegen diese Bilder so ein bisschen den vergilbten Eindruck von einem alten Foto. Das ist der Sepia-Effekt. Na? Und dann haben wir noch die Tönung. Und hier könnt ihr so ein bisschen einfach dran rumspielen. Und das funktioniert dann tatsächlich auch bei dem Schwarz-Weiß-Bild. Nehmen wir da Rot zugebt, Rot wegnehmend, denn das sind ja keine echten Schwarz-Weiß-Bilder, da sind ja immer noch Farbinformationen hinter. Dasselbe geht mit Grün. Und dann kriegt ihr Effekte, da könnt ihr die Fotos wieder so verändern, wie ihr das gerne hättet. Okay. Zum Beispiel jetzt finde ich das schwarze Foto, das war ja schwarzer, finde ich jetzt sehr schön. Er hat also wirklich schöne Sachen, mit denen man einfach rumspielen kann. Die Bilder, die ich hier benutze, sind übrigens aus der Pixabay. Link kann ich nachher mal unten drunter schicken. Und ja, das war jetzt für all die Leute, die keine Designer Edition haben. Jetzt kommt noch was Spezielles für Leute mit einer Designer Edition. Ich mache mal die beiden Fotos weg. Die brauchen wir nicht mehr. Hallo, weg. So, das ist die Schattenfunktion. Und zwar könnt ihr, wir können auch mal eine Schrift dazu nehmen. Sagen wir mal, hallo. So, super. Ich markiere beide und dann könnt ihr das immer bei beiden Sachen sehen. Das ist hier nicht mit Schatten. Dann kann ich angeben Schatten. Und wenn ich jetzt noch die Schrift vielleicht vorher ein bisschen einfärbe, sagen wir mal lila, dann könnt ihr das sehen, dass sich da auch ein Schatten gebildet hat. Bei dem Rechteck sieht man es sehr, sehr deutlich. Und ihr habt hier die Möglichkeit, den Schatten zu verschieben, wie ihr das gerne möchtet. Na? Rauf, runter, rechts, links, so wie ihr es gerade braucht. Und dann haben wir noch die Funktion Schwenkschatten. Da seht ihr, passiert hier was. Kriegt hier nochmal einen extra Anfasser. Hier könnt ihr das jetzt frei bewegen, so wie ihr das wollt.
Und ihr könnt natürlich zum Schattenlösen komme ich gleich, ich habe es nicht vergessen. Ich kann hier die Transparenz erhöhen, also den Schatten schärfer machen, stärker machen, besser zu sehen oder eben schwächer. Und ihr könnt die Schattenfarbe ändern. Ihr könnt daran rumspielen, wie ihr lustig seid, das ist ganz euch überlassen. Na? So, jetzt können wir den wieder ein bisschen ranholen, den Schatten, damit er nicht ganz so doof aussieht. Die Möglichkeit Schatten lösen bedeutet jetzt einfach nur, ich kann da draufklicken und jetzt ist der Schatten von dem Motiv gelöst. Wenn ich das nicht habe, Sekunde, dann ist der Schatten fest an meinem Motiv. Wozu man das braucht, kann ich euch jetzt leider gar nicht wirklich was zu sagen, aber man kann es machen, das ist toll. Vielleicht weiß der andere eine Lösung, wofür man es braucht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Was haben wir noch? Hier unten habt ihr, das kennt ihr ja schon, ihr könnt hier die Farben eingeben nach den verschiedenen Farbsystemen. Und wir haben hier nochmal etwas, das nennt sich fester Schatten. So, da habe ich am Anfang auch überlegt, das könnte der feste Schatten sein. Wozu braucht man das? Ich zeige es euch jetzt, wenn ich jetzt drehe, dann werdet ihr... Ihr müsst mal darauf achten, wie der Schatten sich zum Motiv verhält. Wenn ich jetzt drehe, dann seht ihr, dass tatsächlich der Schatten sich entsprechend, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie so ein Sonnenverlauf, ne? Wo die Sonne her scheint, sozusagen. Dann sieht man ja auch, dass sich das so verändert und das ist jetzt hierbei auch. Das ist normal. Jetzt kann ich aber auch hingehen und sagen, ich fixiere den Schatten, fester Schatten. Und wenn ich jetzt hingehe, dann seht ihr, das bleibt jetzt in einem festen Verhältnis. Hier verändert sich gar nichts mehr zwischen unserem Motiv und dem Schatten. Und schon ist die Sache geklärt. Also, machen wir nochmal ein kurzes Fazit, wofür ich es benutze. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, um, wenn man mal schnell für die Nachzeichenfunktion höhere Kontraste haben will, dann kann ich das verändern. Das kann ich benutzen, um Bilder nachzubearbeiten, die ich ausdrucken oder schneiden möchte. Ich kann nämlich zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt das so wunderschön gemacht und jetzt gehe ich noch hier hin und setze den Haken bei, um den Schatten schneiden. Und wenn ich jetzt auf Senden gehe, Senden, dann seht ihr, dass hier tatsächlich auch um den Schatten geschnitten wird. Der wird also mitgeschnitten. Eigentlich eine super coole Funktion. Habe ich noch nicht benötigt, aber das liegt daran, dass ich andere Sachen mache. Eigentlich finde ich, ist das eine super gute Funktion. Man kann viel damit machen. Und ja, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch wieder ein bisschen gefallen. Es hat euch ein bisschen geholfen. Denkt dran, das Video, was ich vorhin oben verlinkt hatte, ist ziemlich cool, wenn ihr Bilder ausschneiden wollt. Das ist der Anfang. Und ja, ich würde mich über einen Daumen hoch, ein Abo oder die Glocke anklicken oder alles zusammen. Würde ich mich sehr freuen. Alles klar und tschüss, bis dahin, eure Cameo-Maus, der Andreas.